Hallöchen, ihr seht jetzt hier wieder nochmal den C128. Ich wollte eigentlich das so machen, dass ich mit dem C64 hier auf das Laufwerk, auf das interne Laufwerk zugreife, aber das funktionierte nicht. Ich hatte den VIC-2 raus. Ich habe ihn jetzt wieder reingesteckt, dann habe ich hier geguckt, ob hier irgendwo das Reset-Signal anliegt, was er braucht oder nicht braucht, wie auch immer. Das war alles in Ordnung. Und so beim Gucken merke ich, irgendwas wird hier warm, aber richtig warm. Und das war der RAM. Jetzt habe ich den RAM nochmal getauscht. Das ist hier ein Oki, MT, MT, Oki drinne. Ich werde mir nochmal RAM besorgen. Ich schalte ihn jetzt mal ein. Der ist an. Ihr könnt das sehen. Und jetzt guckt mal auf den Monitor. Also der VIC-2-Chip ist nicht durch. Es war der RAM. Und die Stromaufnahme war jetzt bei circa 1, bei 2,15 Ampere ungefähr. Es war der RAM. Hier sind, ich weiß jetzt nicht, ob sie alle defekt sind, aber. Oh yeah. Die vier Stück, das sind die MT-RAMs. Oder wie heißen die hier? Ja, MT oder wie auch immer. Die vier Stück, die waren kochend heiß. Alle vier Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob sie alle vier defekt sind oder nicht. Ich gehe jetzt das Risiko nicht ein und tausche da jetzt wie wild da drin rum. Ich packe mir die nochmal beiseite. Ich weiß aber, dass die jetzt Fehler produziert haben. Ich bin jetzt hier total verwundert, wo das vorher war, wo ich das Video gemacht habe mit dem VIC-2, wo ich gesagt habe, der ist gegrillt, war hier nichts warm. Nicht mal der Chip war warm, der war eiskalt. Der ist jetzt auch noch eiskalt. Der ist, naja, eiskalt nicht, aber ein bisschen warm. Der ist so lau. Der ist auch so leicht lauwarm. Hier, laufwerkmäßig. Da ist nicht viel zu merken. Nix, nix. Der wird jetzt relativ warm. Der VDC ist kalt. Der SID-Chip, ja, jetzt ist er ein bisschen warm. Der RAM ist kalt. Kalt. Ja, der VDC ist kalt. Der VIC, der ist warm. Der ist auch kalt. Und der ist leicht warm. Das war der RAM. Die ROMs hier ist auch nichts. Naja gut, also der VIC-2 ist also noch in Ordnung. Das ist der VIC-2E. Der Extended. Habe ich nochmal gegoogelt. Ich habe hier eigentlich, habe ich von dem Chip hier den Pinout gesucht, den 2518-28-1. Der hat 40 Pins. In der Schematik ist ein Gary, wie auch immer, angemarkert. Gate-Array, besser gesagt, mit 42 Pins. Das wäre denn hier hinten am Ende die 2. Und der wurde, glaube ich, im 1541 eingebaut. 1541C oder 2. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe den Pinout nicht von dem Chip. Und der Schaltplan passt auch nicht. Aber es war der RAM. Gut. Also, Kommando zurück. Der VIC ist in Ordnung. Es war der RAM. Also muss ich nochmal RAM besorgen. Also RAM ist jetzt nicht das große Problem, das kann ich dann auch noch mal bei Gelegenheit mal machen. Ich weiß nicht, was das waren. 10, 15 € für 8 RAM-Chips. 6 brauche ich. Ich weiß gar nicht, wo meine anderen Oki sind. Ich habe jetzt hier oben auch MT drinne. Scheiße ich jetzt drauf. Hauptsache, die Kiste läuft erstmal. Jetzt schraube ich die Kiste erstmal wieder zusammen und dann werde ich erstmal die ganzen Disk-Images machen von den Disketten.
Nach und nach. Nicht alle gleichzeitig, aber nach und nach. Okay. Danke fürs Zugucken. Tschüssi.